Servus Gamer und Gamerinnen, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Ja, wir waren gerade im Feuer gefecht mit so ein paar bösen Jungs, sind jetzt immer noch auf der Suche nach Tommy, aber wir können jetzt wenigstens hier die ganze Gegend, denke ich, ablooten, weil wir haben alle umgelebt in der letzten Folge. Hat mich ein bisschen mit diesem Ragen geprungen, aber was soll's, welcher Gamer kennt das nicht? Diese Dreckshunde haben mich ein bisschen überfordert. Das war auf jeden Fall ziemlich nervig. Ah, Schrotflintmunition. Das heißt, wenn jetzt der nächste Gegner hier kommen sollte, dem haue ich die Schrotflint um die Ohren. Bin schon gewarnt, gehen, dass da noch ein paar Stellen kommen, wo ich mich richtig, richtig böse ärgern werde. Aber, jo. Wer mich kennt, der weiß, dass das nicht ausbleibt. Tja, die Spasta, die habe ich schön erwischt. Schön mit dem Gewehr. Bam. Guck mal, hat seine Hand weggefetzt. Oh, du Armer. Ich guck mal trotzdem noch immer im Schnellgalopp da hinten die ganzen Häuser an. Ich hätte halt gern schon den Skill, dass man die Schleichmoves ein bisschen schneller, also schneller ausführt. Das wäre geil. Ah, hier hätte ich mich da durchschleichen könnten. Sieht auch nur ein Stein oder eine Flasche. Ja, das wäre alles hier schon mit Schleichskills gang. Aber da ich kenn's Schleichskills beherrsche. Ich bin ein bisschen durchballern müssten. Aber eigentlich wollte ich auch ein bisschen mal ballern. Ich wollte mal unbedingt. Ne, hier ist sonst gar nichts mehr. Gut, dann kommt, dann gehen wir weiter. Da hinten in die Richtung. Eine Alkoholflasche. Da müssen wir irgendwas, müssen wir draus wursteln. Egal, guck mal doch. Die Machete kann man aufbessern auf jeden Fall. Ja. Zack. Ein bisschen geiler Machetenschaden noch. Und dann haben wir noch ein Medikit. Können wir auch noch eins herstellen. Machen wir auch noch. So, jetzt haben wir nochmal Zeug. L3-Tipp. Ne, ich tippe drauf, dass ich durch die Tür da muss. Tipp. Wollte nur mal zu Ende craften. Na, da hätte ich die Gegner einfach aussperren könnten. Aber, okay. War so. Ist auch so gegangen. Geht immer irgendwie auch anders. Ah, Schraubis. Explosionis. Cannelonis. Aufpassen, dass ich dann gleich nochmal irgendeinem in die Fänge renne. Was habe ich dann für Waffe überhaupt ausgerüstet? Ah, der Revolver. Die andere Waffe hatte Schalldämpfer drauf. Ich mache mal die Taschenlampe auch aus, damit dass die mich direkt dann gleich wieder sehen. Das ist schon fies da. Jetzt habe ich noch voll das schlechte Gewissen, ich Idiot, weil ich die Hunde getötet habe, weil ich mag Hunde. Aber die haben angefangen. Kann ich die Mülltonnen verschieben? Gerade nicht, ne? Gut. Ah, da, die große Mülltonne zum Verschieben. Die Hammer. Mal erstmal noch da noch ein paar. Natürlich hat das einer gehört, aber erst sobald mal die Mülltonne platziert haben oder auf dem Dach sind, wo wir hin müssen.
Warum ich halt die da jetzt, ach, wenn ich die da hinstelle? Und rollt nicht nochmal weg. Ne, passt. Hat geklappt. Oh, Werkbank. Sehr gut. Können wir die Waffe aufpimpen. Oh, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolf Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolves behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vernehmt, genug davon abzuhalten. Was? Vehement? Ach so. Habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolfs rächen willst. Glaub mir. Mir geht es genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alle umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben. Heute ist aber auch der Wurm drin bei meinen Vorlesungen. Ah, da steht nochmal, ne, steht nur Kenncode drauf. Schraubis! Ein kleiner Snack, sehr gut. Verdammt, was ist das? Sprengfallen explodieren, wenn sich Gegner nähern. Drücken Sie R2, um sie abzulegen. Oh, geil. Geil, Sprengfalle, Grit. Okay, cool. Geiler Scheiß. Waffe ist voll. Dann müssen wir mal mit der anderen Waffe wieder schießen. Jetzt hätte ich gerne das Zielfernrohr. Jetzt haben sie Feuerrate, Stabilität, Kapazität. Für dich, jawohl. Bringe ein x6 Zielfernrohr an. ...50, 80, so. Geil. Dann können wir nämlich snipern. Drücke beim Zielen X, um dein Zielfernrohr zu benutzen. Ah, geil. Nice, gefällt mir. Da kommen jetzt nochmal 6 Millionen Gegner. Ist fast schwierig, sich vorzustellen, dass das nicht so ist. Und wieder Gebäude zum Looten. Kann ich eigentlich wieder die... Ne, da kann ich gar nichts... Fehle mir immer noch ein paar 30, ne, ein paar 20 von den komischen Pillen. Oh, Alkohol ist wieder voll. Ich kann aber auch nichts mehr herstellen, das ist jetzt gerade... Bin am Limit mit allem, ich muss ein bisschen um mich rumwerfen. Komm, die nächsten Gegner kriegen wir nochmal einen Molotow-Cocktail ab. Och nein.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott, ne, es sind aber Klicker. Ich höre sie überall nur ekelhaft. Sind es Klicker? Ich weiß es nicht, ob es Klicker sind. Oh nein, das sind die Dicken. Kommt der jetzt achterher oder nicht? Und ich glaube, das war's schon. Ich glaube, das war's. Oh, Freunde, ey. Mein lieber Scholli. Die Sprengfalle, den er überhaupt weggesprengt, oder hat er das überlebt? Das ist die große Frage. Dann weiß ich nämlich in Zukunft, dass ich die dann nicht benutzen werde für die. Aber die Molotow-Cocktails sind und, bleiben einfach saugut in dem Spiel. Deswegen stellen wir uns auch gerade nochmal innen her. Gucken, was da unten noch so los ist. Wenn das schon die dicken rumgeistern, ey, dann muss sich der Raum auch richtig lohnen. Die schon da hingesetzt haben. Ah, da kann ich drunter kriechen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht schon weiter gesprungen. Also, ihr wisst, wie weiter. Schon dahin, wo ich nicht mehr zurück kann. Das wäre ziemlich mies. Gewehr ist mal wieder voll, das ist ärgerlich. Okay. Dann kriechen wir mal dort drunter durch. Ah, hier kann ich wieder hoch. Okay. Hier kann ich rüber. Ist bestimmt hier noch irgendwo was. Ah, ne, ist nix. Wäre, glaube ich, einfach nur für die schnelle Flucht gewesen. Da unten war nicht mehr jetzt. Das wundert mich. Na gut, was soll auch großartig nach Berlin? Aber so eine Karte hätte ich schon erwartet. So eine Superheldenkarte oder sowas. Outdoor-Sport. Neuer Verbesserungszweig. Präzision. Finde Trainingsbücher um neuere... Achso, da haben wir sie doch. Verbessere deine Zielstabilität und Genauigkeit während der Bewegung. Bewege dich beim Zielen schneller. Entdeckte Gegner im Lauschmodus aus größerer Distanz. Puh. Ey, wie soll man das da alles kriegen, ey? Das ist viel zu viel Zeich. Immer beim ersten Durchlauf, wenn du schon wählst, du kannst es gar nicht packen. Oder eher unwahrscheinlich. Ah, okay, haben verstanden. Das Heftchen war quasi die... Okay, dahin laufen Runner. Gucken wir mal, wie viele.
es sind schon ein paar. Das war knapp. Und dahin ist schon der nächste. Komm, machst du kalt. Und da muss ich vermutlich irgendwie hochkommen. Aber ich versuche mal noch dahin erstmal an dem Runner da vorbeizukommen. Und Feierabend. So, wenn mich jetzt nicht noch einer überrascht, müsste man den Raum hier eigentlich. Okay, Konzentration. Auf den Hügel. Was für ein Hügel, was? Ein echter Tattoo-Laden. Nix. Das sind so viele Gebäude, ey. Das ist so übelst. Unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen. Aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit anderen zum Stadion zu gehen. Wir müssen an unsere eigenen Kinder denken. Die Brandmans. Wir haben Boris vor ein paar Stunden gesehen. Wir wollten mit ihm reden, aber er wirkte abwesend. Bitte sprich mit ihm. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Alter, was geht denn ab wie Phil? Alles absuchen. Das Dock kann man doch ziehen und dann kann ich bestimmt irgendwo hier hin. Das muss einfach so sein. Oder ich kann dann... Da in die Tür. Ja, ich höre es auch gerade. 1, 2, 3. Da muss es auch noch irgendeine andere Möglichkeit geben. Aber ich vermute, es lohnt sich, darin zu gehen. Alter, wie viel da drin sind. Männer, machen wir das. Das ist doch absoluter Selbstmord, was ich gerade mache, aber ich will wissen, was da drin ist. Oh, verkohlen sie. Ja, rein mit dir. Ja, ich hätte es jetzt so stehen lassen können, ne? Wahrscheinlich hat es sich jetzt überhaupt nicht ge... Alter. Sieht aus, als wären sie hier Jahre gewesen. Ekelhaft. Ah, Bengastravia. So, dann müssen wir rausfinden. Was ist ein Code? Er ist dreistellig... Und dann müssen wir uns mal ein bisschen umgucken. November 72. Haben wir irgendwas zu lesen vorhin, Crit? Oder sonstiges?
wir gucken uns erstmal hier in Ruhe um. Auf jeden Fall machen wir den Safe auf. Der muss aufgemacht gehen, sonst hat sich der ganze, das ganze Chaos hier gar nicht gelohnt. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Dann schon was, sagen wir da Schrauben noch. Okay, es war schon mal gut, dass wir reingegangen sind. Das ist schon mal alles in Ordnung. Was finden wir hier? September, Oktober. Order, Call. Es steht noch nichts, was ich so mal auf Anhieb entdecken kann. September, Oktober und ansonsten haben wir keinen Zettel hier. Und das ist schon ziemlich arg widerlich. So, da hängen aber so viele Poster. Die hängen ja auch nicht umsonst hier. Ein Motorrad. Jemand eine Idee? Jemand eine Idee? Wir brauchen 6 Zahlen. Beziehungsweise 3 zweistellige Zahlen. November 72. Ich probiere es einfach mal mit 11, 19, 72. Einfach mal auf gut Klick. November 72. 11. 19. 72 wird sie wohl niemals sinn. Nee, habe ich mir schon gedacht. Mir gehen die Ideen aus. Ich guck mal, ob ich noch was zu lesen hatte. Irgendwas Lesestoffmäßiges. Tagebuch, Notiz. Ah, nicht dein Tagebuch, oder? Da steht nichts drin. Nee. Tattoo-Studio. Unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen, aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, den anderen... Yolandas Brief. Ja, das ist aber noch im ganz anderen Bereich. Okay. Rätseln des Todes, Rätseln des Todes. Was haben wir noch da an der Wand stehen? Es muss hier irgendwo einfach nur. Es steht bestimmt irgendwo an der Wand. The Wire. Gucken wir, was da für Daten da stehen. Tom. Oktober, Samstags. Steht aber nichts da. Ja. Was könnte das denn? Da ist ein Safe. Wir brauchen 6 Zahlen. Samstag, Dezember, 26 da. 344. Nee. Also ich lasse den auf keinen Fall da mal stehen, aber ich guck mal, ob ich noch irgendwo einen Zettel finde.
der mir irgendwie dabei behilflich ist. Warte, Donut Block Parking Zone. Steht auch nichts dran. Mir gehen die Ideen aus, ey. Peter, du noch eine Idee, Pole. Ich will auf jeden Fall den Safe da öffnen, also vorher geht's hier nicht weiter. Ich finde jetzt auch gerade nichts da rumfliehen, was uns noch irgendwie weiterhelfen könnte, vom Lesen her oder sonstigem. Vielleicht hat er auf dem Auto noch was drauf gestanden. Hier hat er noch was drauf gestanden, auf der Karre. Oder war es dort die Karre? Wie komme ich zu der Treppe? Ah ja. Da müssen wir mal hin. Das Safe, da gehen wir schon mal nicht hin. Weil wir haben ja noch nicht unseren Safe geöffnet. Jetzt gucke ich mal noch da in den Gebäude. Und hoffentlich finden wir da irgendwas. Wenn nicht, müssen wir uns richtig was infallen lassen, weil ich will den Safe öffnen, Freunde. Ich mache das nicht ohne Safe zu öffnen. Dafür kennt er mich zu gut. Ah, vielleicht finden wir jetzt auch noch was. In das Schriftstück, wo dann... Oh, fuck. Mann, ey. Oh, scheiße, jetzt habe ich einen Schuss verschwendet. Ich wollte nur nachladen, verfickte Kacke. Okay. Wir haben einen Dicken, erledigt. Aber für die Dicken hole ich auf jeden Fall immer die Mollys. Die sind sau effektiv gegen die Dicken. Was wir da noch so kriegen. Pillen, Alkohol. Das nervt mich jetzt mit dem Safe. Ah, wir wollten ja da lesen, was da drauf gestanden hat. Bevor die uns dann überfallen. Es war Boris. Ich habe gesehen, wie er die WLF-Patrouille abgeknallt hat. Scheiße, ich kapier's ja. Sie haben seine Tochter getötet. Aber er hat gerade unser Todesurteil unterschrieben. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist dein Freund, aber diese Wolves haben das Mädchen gegen ein paar Graffitis erschossen. Wegen ein paar. Denk mal darüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von dreien ihrer Leute decken. Bitte kommt nach der Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt. X. Steht auch nichts Hilfreiches drin. Okay, das hat was mit den Postern da hinten an der Wand zu tun, mit dem Safe. Ich gehe jetzt auch definitiv nochmal zurück, weil das nervt mich übelst. Ich brauche unbedingt die Gegenstände aus dem Safe. Ja, hier komme ich nämlich jetzt weiter. Und das wollen wir noch nicht. Das machen wir erst später. Und das sehen wir auch dann in der nächsten Folge, liebe YouTuber. Bleiben dran, abonnieren, Daumen hoch, kommentieren, damit unterstützt ihr mich riesig. Ich versuche jetzt mal den Safe daraus zu finden und dann sehen wir uns, den Code für den Safe daraus zu finden. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Euer MDS Gaming. Bis demnächst. Ciao.